Revelations. Hey, Jill! Unglaublich! Die Queen Zenobia. Dass das Ding überhaupt noch läuft? Bring uns herum! Wir müssen an Bord kommen! Es sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... genau hier auf diesem Schiff. Dieser Gestank. Es ist schon eine Weile verlassen.
riecht nach Verwesung. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist hier. Hey! Was? Was ist los? Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Da tropft Blut aus den Rohren. Kein Strom, also auch kein Aufzug für uns. Ist kurz geschlossen. Parker, hilf mir hier mal. Klar, kein Problem. Ich hab da was. Glaube eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz. Es ist also nicht Chris. Thank you.
erklärt dann auch unser vermisstes Team. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? An dieser sonnigen, idyllischen Mittelmeerküste stand einst eines der weltgrößten Bauwerke. Es dauerte ganze 11 Jahre, die erste Wasserstadt der Welt zu errichten, die schwimmende Stadt Terra Grigia. Eine nachhaltige Metropole, versorgt über eine große Solarenergiematrix, ausgestattet mit den modernsten Biotechnologien. Noch nie zuvor wurde Solarenergie zur Versorgung einer ganzen Stadt eingesetzt. Aber 2004 hat Veltro, eine terroristische Vereinigung, gegen die aufstrebende Stadt einen Bioangriff gestartet. Sie setzten einen Virus frei und etliche Kreaturen, bekannt als BOWs. Diese Kreaturen jagten wild durch die abgeschottete Stadt und infizierten die Bewohner. Die FBC, die führende Anti-Bioterror-Organisation unter der Leitung der Vereinigten Staaten, wurde hergerufen, um den Angriff einzudämmen. Die BSAA, eine Anti-Bioterror-Organisation, die unabhängig von der Regierung operiert, schaltete sich als Beobachter ein, um die FBC zu unterstützen. Entschlossenes, schnelles Handeln war vonnöten. Und so gab das örtliche Hauptquartier den Befehl, die Solarenergiematrix der Stadt gegen sich selbst zu richten. Das Chaos und die anschließende Zerstörung wurden bekannt als Terra Grigia-Panik. Nach diesem Vorfall verkündete die FBC, dass die terroristische Vereinigung namens Veltro erfolgreich zerschlagen sei. Wir haben jetzt 2005. Das ist fast ein ganzes Jahr nach dem Vorfall. Aber, wie man sieht, ist die verlorene Stadt Terra Grigia noch immer unzugänglich. Ein schweigendes, kraftvolles Symbol für die Bedrohung der Menschen durch den Bioterror auf der ganzen Welt. Da seid ihr ja. O'Brien, auch mal wieder mit von der Partie? Tja, mein Arzt hat mir Bewegung verschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die FBC das gesamte Gebiet abgesperrt hat. Aber in den letzten paar Wochen sind einige merkwürdige Kadaver angespült worden. Das konnte die FBC vermutlich nicht einfach totschweigen, ne? Jeder, der weiß, was hier passiert ist, kann eins und eins zusammenzählen. Genau deswegen habe ich die BSAA zur Untersuchung hingeschickt. Habt ihr schon eure neue Ausrüstung von Quint bekommen? Die Genesis oder so. So heißt sie doch, oder? Du hast es nicht für nötig gehalten, die Anleitung zu lesen. Nein, aber ich habe sie dabei. Man kann ja nicht wissen. Ich hoffe, du kannst schnell lesen. Denn du wirst sie bei der Mission brauchen. Ja, ja, mach ich. Einfach widerlich. Die sind alle verwest. Das Genesis braucht eine ausreichend große Probe, um genaue Daten zu liefern. Scannt die Kadaver am Strand und sendet mir die Daten. Da ist etwas. Da ist was drin.
eine Analyse brauchen wir mehr Proben. Besorgt sie mir. Bewegt sich! Seid vorsichtig. Wer weiß, mit welchem Stamm wir es zu tun haben. Das dachte ich mir schon. Keine Sorge, wir schaffen das. Nach Raccoon City muss das doch Kinderkram sein. Warum hast du eigentlich die FBC für das hier aufgegeben? Ich wollte näher dran sein. Ich wollte kämpfen. Wie ich sehe, seid ihr okay. Macht weiter mit der Untersuchung, aber äußerst vorsichtig. Wir haben nicht genug Daten für eine genaue Analyse. Sammelt mehr Proben von den Kadavern am Strand. Dieser Geruch, das muss das Gas sein. Ach, was für eine Sauerei. Ich habe genug Proben. Gut, schickt sie mir sofort. Endlich etwas Ruhe und Frieden. Das war wohl nichts Besonderes für euch, was? Gut, genug geplaudert. Besorgt mir diese Daten. Da seid ihr ja. Gute Arbeit. Kein Zweifel. Diese Leichen haben eindeutige Anzeichen einer Virusinfektion. Und es ist sicher kein Zufall, dass sie durch die Sperre der FBC gekommen sind. Tja, mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen wir erstmal auf die Ergebnisse des Hauptquartiers warten. Hä? Das ist die Notfallnummer. Ja, ich bin's. Was? Ja, in Ordnung. Ich übernehme das. Wir müssen die Sache beschleunigen. Und zwar sofort. Gut, dann los. Jill, Parker, ihr bleibt an dem Fall dran. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ja. Warum? Wir wissen es leider nicht. Ich habe euch ihre letzten Koordinaten auf eure Terminals geschickt. Ihr Signal ging verloren, über dem Ozean.
dachte, sie suchen in den Bergen nach Veltrum. Aber ihrer Position nach sind sie auf einem Schiff. Ich werde ins Hauptquartier zurückgehen und die Suche koordinieren. Und ihr zwei seid meine Augen da draußen. Ja, Sir. Glaubst du, die haben Chris und Jessica erwischt? Ich hoffe nicht. Hey, keiner sagt, dass Chris tot ist. Na gut, dann sollten wir ihn endlich finden. Hast du das gehört? War das das Schloss? Ich sehe nach. Okay, ich schau mal, was ich hier finde. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich Chris' Spur finde. Das Ding hat viele Ähnlichkeiten mit den Leichen am Strand.
Chris! Chris! Los, sag doch was! Ich habe Chris gefunden. Er sitzt in der Falle. Kannst du ihn rausholen? Nein, ohne Schlüssel läuft da gar nichts. Okay, suchen wir ihn.
Was ist da los? Eine Überlebende. Aber die BOWs haben sie erwischt. Wer war sie? Ich versuche noch, das herauszufinden. Parker, ich habe nichts Neues über... die Frau. Aber ich habe einen Schlüssel. Probieren wir ihn doch einfach aus. Thank you.
Jill! Los, wir müssen Chris helfen.